Hallo liebe Lämmerschein-Freunde, ich habe lange drauf gewartet, aber jetzt ist es endlich da, das Planetarium des Astronomen von Bluebix, und das werde ich heute anfangen aufzubauen. Wir haben die 107284 von Bluebix, ein Bluebix Special für 249,95 € als UVP, und die zahlt man bei Bluebix ja eigentlich nahezu immer, wenn es die Specials sind. Da gibt es ja im Prinzip ganz selten mal Sonderpreise. Wir haben hier einen ordentlichen Karton, der tatsächlich gar nicht so wahnsinnig schwer ist, gefühlt, für 7268 Teile. Wobei man bei Bluebix natürlich immer bedenken muss, da ist keine Anleitung, keine gedruckte mit dabei. Die wiegt natürlich bei dem ein oder anderen Set, die macht da schon 1-2 Kilo aus teilweise. Hier haben wir das Problem natürlich nicht, das ist eine PDF-Anleitung und dementsprechend weniger ein Problem. Wir haben in der ersten Charge, wurde einiges nachgepackt. Da haben wir hier eine Tüte mit der 4, da sind mehrere Sachen drin. Das sind, glaube ich, mindestens 2 Untertüten, oder? Ja, also hier sind mindestens 2 Tüten, wo nochmal extra Steine drin sind. Und dann ist nochmal ein kleines Tütchen mit eingepackt mit nochmal 9 Steinen. Deswegen sind die Sets dieser Charge auch hier, haben hier sind die Siegel aufgeschnitten und sind keine neuen Aufkleber mehr drauf gemacht worden, also sind nicht nochmal verklebt worden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gemacht hätte, aber dafür haben sie sich offensichtlich entschieden. Kommen wir mal alles raus. In dem großen Karton haben wir 3 große Ziploc-Beutel. Hier und hier. Die prall gefüllt sind mit Bauabschnittstüten. Jawohl, wir haben Bauabschnitte. Das hatten wir ja beim ersten beim Leuchtturm des Astronomen genauso. Da haben wir auch Bauabschnitte als eins der ganz wenigen Bluebix Specials, die Bauabschnittsunterteilungen haben. Und so ist es nun auch hier wieder mit dem Planetarium. Genau. Von den Steinen her müssen wir mal gucken, aber ich meine, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das sind fünfstellige Teilenummern. Die 2x4 Fliese hat die, lass mich nicht lügen, das hat die 83093-04 als Teilenummer. Wer damit was anfangen kann, vielleicht kann man mir ja da mal in die Kommentare schreiben, was das für ein Hersteller ist. Vielleicht finde ich es auch selber raus. Die Tüten sehen so aus, also jetzt kein ungewöhnliches Design. Ich habe aber keine, ich kann das jetzt nicht zuordnen, von wem diese Art Tüten jetzt stammt, ob das Kunlongsteine sind oder andere Hersteller, Xingbao oder weiß der Teufel, das weiß ich nicht. Also zumindest noch nicht, das kann ich rausfinden wahrscheinlich. Wir haben ja die diverse Experten, die sich da auskennen, und da kann ich dann nachfragen bzw. selbst ein bisschen nachforschen, was das letztendlich für Steine sind. Genau. Anleitung habe ich noch nicht runtergeladen, das mache ich jetzt gleich im Anschluss an das Video. Es ist, glaube ich, in 5 verschiedene Teilanleitungen unterteilt, also da erwartet uns einiges, aber wie gesagt, sind ja auch über 7200 Teile. Das ist schon sehr ordentlich, das wird uns eine Weile beschäftigen. Deswegen auch, das wird mindestens ein Zweiteiler, wenn nicht ein Dreiteiler dieses Video, das sage ich gleich vorneweg.
dass ihr nachher nicht enttäuscht seid, wenn jetzt hier nach einer halben, dreiviertel Stunde nicht das ganze Modell dasteht. Dafür sind es dann doch vielleicht ein bisschen zu viele Teile. Genau. Also, aber weil es so viel ist, fange ich direkt an mit dem Bau. Ich kann es leider nicht zum Leuchtturm dazustellen, weil ich den schon wieder verkauft habe. Wie gesagt, ich verkaufe eigentlich immer alles. Ich habe keinen Platz für viele aufgebaute Modelle. Und da musste der Leuchtturm leider dran glauben, obwohl ich den wirklich, wirklich, wirklich sehr geliebt hatte und super gerne aufgebaut habe. Aber naja, irgendwann muss jedes Set halt gehen. So, ich habe jetzt den ersten Bauabschnitt hier von unserem Planetarium, unseres Astronomen, fertig gebaut. Und ja, also das ist hier so eine recht stabile Platte hier, die inzwischen jetzt hier ordentlich überbaut ist. Hier mit schönem Winkel versehen. Und überhaupt haben wir hier überhaupt so ein bisschen Rundung immer drin, dass wir hier nachher auch schön Türme bauen können und sowas. Die Grundfläche ist jetzt gar nicht so richtig groß, aber wir haben schon jede Menge Teile hier auch schon reingesteckt. Was wir aber auch haben, wir haben hier noch jede Menge Teile übrig. Das ist hier so ein gemischtes Sammelsurium, da wird sich das ein oder andere wahrscheinlich am Ende übrig bleiben. Trotzdem relativ viel und auch ein paar große Teile. Bin ich mal gespannt, was damit passiert. Denn das sind die Teile, für die es hier eine Extra-Tüte mit Ersatzteilen in dieser Farbe gab. Die sind alle ersetzt worden durch diese Farbe. Das ist irgendein Azur und was das da ist, weiß ich nicht. Also von dieser Farbe habe ich gar keine verbaut. Dafür hatte ich hier so eine einfarbige Tüte mit Teilen in dieser Farbe, die ich dann stattdessen verbaut habe hier. Und ich denke mal, das wird hier noch weitere Teile dieser Farbe hier im späteren Verlauf hier ersetzen. Deswegen sind die noch übrig. Die haben halt eine Tüte ersetzt und nicht gleich mehrere. Das auf mehrere aufgeteilt. Das heißt, wahrscheinlich die kann ich komplett einfach zur Seite räumen. Das werde ich jetzt auch tun. Ob ich hier nochmal was zum Einsatz bringe, weiß ich nicht. Ich meine, hier die Flasche, die war auch in dieser Extra-Tüte, wo noch Teile nachgeliefert wurden. Die wird sicher noch irgendwo gebraucht beim Rest. Naja, ich bin gespannt. Ich lasse es auf jeden Fall mal hier gleich in der Nähe stehen, dass ich da nicht verzweifelt dann suche, wenn ich die Teile vermisse in den Tüten vom Bauabschnitt 2. Ja, also es war jetzt ordentlich was auf dem Tisch, aber zum Glück halt nicht so viel, dass ich hier der komplette Tisch komplett voll stand. Das war eigentlich so ganz, ganz okay. Ansonsten zum Bau. Die Grundplatte bei sowas ist natürlich immer
mehr Fleißarbeit wie Bauspaß, muss man natürlich sagen. Gerade hier diese verschiedenen einzelnen 1x1 Plates und Fliesen und sonst was, die da den Unterbau geben, da steckt natürlich viel Zeit drin, aber das macht natürlich dann schon was aus, wenn es dann nachher einfach gut aussieht. Es wird jetzt auch wahrscheinlich noch ein ganzes Stückchen hier so weitergehen, wir haben hier bei diesem Modell relativ viel Felswand, und Felswände zu bauen ist jetzt auch nicht der allergrößte Spaß. Da baut man halt einfach blind nach Anleitung die Felswand hoch und am Ende sieht es dann gut aus und das ist dann schön, aber der Weg dorthin ist im wahrsten Sinne des Wortes etwas steinig. Genau. Manchmal baut man hier so ein bisschen mit Lufthaken am Anfang. Es wird dann immer im nächsten oder übernächsten Bauschritt wieder überbaut und dann ist alles zusammen. Aber manchmal legt man erstmal Steine hin und dann baut man und es hängt immer noch nicht zusammen und dann der nächste Bauschritt, dann wird es irgendwie verbunden. Dafür muss man dann das nicht so oft wenden. Das wäre die andere Alternative, wenn man die Steine in anderer Reihenfolge zusammensetzen würde, und dann müsste man halt das, was man gerade baut, öfters mal hin und her wenden, dass das dann eben nicht frei irgendwo liegt, aber trotzdem noch gut erkennt, wo es hingehört. Deswegen ist eine Philosophie, wie man es machen will. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass man manchmal Sachen in der Luft hat und dann im nächsten Bauschritt erst überbaut wird. Aber da bisher nichts Dramatisches, ist mir bloß aufgefallen. Ich glaube, das waren jetzt so um die 200 Bauschritte, hier der erste Bauabschnitt. Also durchaus schon einiges, viel Kleinzeug. Wie gesagt, man muss das ja hier zusammenbauen. Steinequalität, kann ich bisher nichts Negatives sagen. Die machen eigentlich einen ganz guten Eindruck. Leichte Farbabweichung beim Dunkelblau. Vor allem bei diesen bei dieser Art Teil, aber das in die andere Richtung gedrehte, hier sieht man so eins, das ist ein bisschen heller. Jetzt hier da, hier guckt, das ist ein bisschen heller wie das da. Ja, Kleinigkeit, fällt halt auf, wenn das hier so nebeneinander ist. Ansonsten glemmt sich es eigentlich ziemlich gut und es ist angenehm, kann man nichts sagen. Diese Huppeldinger da, weiß nicht, wie man die nennt, da hatte ich auch bei 1-2 das Gefühl, ach, die klemmt jetzt nicht so wahnsinnig fest, aber nö, die sind fest. Also, ja. Es war nur so der Eindruck, aber ich habe jetzt da keine Probleme oder so gehabt. Genau, also Steine sind soweit gut, bin zufrieden. Und jetzt bauen wir mal weiter und schauen, wie es jetzt losgeht. Ich glaube, jetzt kommt hier in dem Bereich, geht es ein bisschen in die Höhe. So, Bauschritt 293, und jetzt haben wir hier ein erstes Problem, das ich mit den Teilen, die hier dabei sind, nicht lösen kann. Und zwar haben wir hier diese Zäune. Korrektur. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Problem, das ich nicht lösen kann, aber es stimmt nicht. Es sind Ersatzteile dabei. Es sind hier die richtigen Zäune dabei. Hier im Set dabei sind Zäune mit zwei Noppen oben drauf. Hier brauche ich aber einen Zaun mit vier Noppen oben drauf. Und sonst kann ich das hier so nicht bauen. Und jetzt habe ich gerade noch rechtzeitig hier geguckt, weil sonst hätte es nicht funktioniert. Okay,
damit hat sich das Zwischenvideo hier erledigt. Hier brauche ich einfach Noppen, sonst hätte ich es weggelassen. Das wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen. Hier diese Viertelkreisfliesen hier oben drauf zu machen. Aber mit den Zäunen geht das halt nicht. Ich habe hier an den anderen Stellen ebenfalls diese Zäune verbaut, an einer anderen Stelle. Aber da stört es nicht, von daher den lasse ich jetzt da einfach drin und benutze den weiter. Da brauche ich nur die zwei Noppen, da ist es okay. Genau, ansonsten sind wir jetzt hier halt einfach so ein bisschen, haben wir hier so ein bisschen in die Höhe gebaut an den Seiten. Und hier schon ein bisschen so ein Walkway hier, so eine Treppe hier, so ein bisschen seitlich hoch. Und ich denke mal, das wird hier so ein bisschen drum herum gehen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke. Genau, also das soweit sind wir. 293 ist der Abbauschritt. Und ich habe doch kein Problem. Ich hätte nur in diese Tüte reingucken müssen. Die Tüte mit den ganz vielen Kettengliedern, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Aber das wird wohl noch kommen. So, jetzt habe ich den zweiten Bauabschnitt fertig und damit auch die erste Anleitung mit 551 Bauschritten. Also das sind schon über 500 Bauschritte hier. Wie gesagt, es ist halt viel Felswand und da wird halt immer, zieht man nicht einfach eine Wand hoch, sondern da wird halt immer mit Steinen so einzeln gebaut und ach, dass das ein bisschen natürlich aussieht, vor allem da unten. Je weiter hoch man kommt, desto mehr ist es halt geometrisch gebaut und hier innen drin sieht man schon richtig glatte Wände. Da drin haben wir so einen Übergang, so eine Hängebrücke praktisch, hier von der einen Seite auf die andere. Da unten drin haben wir einen hier einfach einen Schreibtisch mit einem aufgeschlagenen Buch und einem Tintenfass und einer Feder zum Schreiben. Genau, das ist da unten drin und auch noch ein kleines Regal ist an der Wand. Also jetzt nichts Aufregendes und zwei Speere oder Harpunen oder sowas auch noch. Aber jetzt nichts großartig Aufwendiges, aber trotzdem ein nettes Detail. Genau, hier hängt ein Anker dran. Wir haben überhaupt, und wir haben hier schöne Möwen gebaut, wir haben überhaupt jetzt schon einige Ketten geknüpft. Hier hängt der eine, dann hier hängt eine kleine, hier wo der Anker dran hängt. Nochmal irgendwo. Ne, ich glaube das war's. Kettenknüpfen ist nicht so mein Favorite. Da wünschte ich mir, Bluebricks hätte fertige Ketten. Vor allem kann man nicht einfach die Zahl der Kettenglieder abzählen in der Anleitung, weil das entspricht nicht dann dem, wie die Kette durchhängen soll. Nachher in echt, also die hängen dann mehr durch, also eher ein, zwei Kettenglieder weniger oder hier in diesem Fall glaube ich, hier habe ich glaube fünf Kettenglieder weniger, sonst würde das hier unten hängen. Das wäre dann nicht schön.
Es sind mehrteilig geworden, die übrig geblieben sind. Also hier im Prinzip nochmal so viele. Wobei ja, wie gesagt, hier diese Geländer, da habe ich jetzt noch zwei mit den Vollnoppenausstattung habe ich hier und eins mit der fehlerhaften. Also ich habe im Prinzip, ich glaube, drei von denen verbaut. Also ich habe jetzt drei von denen verbaut und eins von denen mit Vollnoppen. Es sind noch ein paar mehr drin in der Tüte, also es kommt nochmal eine Stelle. Aber wenn ich hier mit den zwei Noppen zurechtkomme, dann brauche ich auch hier nicht die vollen Noppen verwenden. Hier zum Beispiel, da sind große Fliesen drauf, da kann ich auch die nehmen ohne Probleme. Genau, also das war der zweite Bauabschnitt, die erste Anleitung. Also da geht noch einiges. Ich weiß gar nicht, wie viele Bauabschnitte es sind. Es sind auf jeden Fall 5 Anleitungen. Und das war jetzt die erste. Also hätte ich jetzt gesagt, bin ich bei 20%. Ob das tatsächlich auch stimmt, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein 2- oder ein 3-Teiler wird, das Video. Aber einen Bauabschnitt baue ich auf jeden Fall noch. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So, das war jetzt der dritte Bauabschnitt und jetzt haben wir hier sowas wie eine kleine Schatzkammer gebaut. Also hier unten sind hier richtig schöne Metallic Gold Teile drin. Hier ein Kelch und ein Barren und da so ein paar Münzen und so. Also richtig cool gemacht. Und dann, ich weiß nicht, ob die versteinert sein soll oder ob das die lebendig sein soll. Auf jeden Fall so eine Schildkröte ist da unten noch drin. Da auf der Seite ist auch so ein kleiner Eingang, wo man da in die Höhle rein kann. Weiß nicht, kann ich das euch zeigen? So muss ich drin. Hier, da ist der Eingang. Aber warum kriege ich das nicht richtig? Wie muss ich das drehen? Da ist der Eingang. Jetzt, genau. Aber ja. Es ist ein bisschen fummelig, das zu bauen. Teilweise wird es ein bisschen eng mit dem Finger. Ich habe jetzt nicht die allerkleinsten Finger, die allerdünnsten Finger. Da wird es ein bisschen kritisch manchmal. Und es ist halt das jetzt hier, was ich am Anfang gesagt habe. Diese Felswände bauen ist natürlich hier... Ja, es ist... Das geht relativ langsam vonstatten, weil man da halt immer so 3, 4, 5 Teile setzt und da nie irgendwie große Flächen auf einmal zusammenkriegt. Seht ihr ja, ich habe jetzt hier diesen Teil gebaut, aber das waren einige Bauschritte. Also war jetzt nicht so schrecklich viele Teile letztendlich, aber viele Bauschritte. Und so war das jetzt halt. Aber ich finde, das Ergebnis ist auf jeden Fall hübsch. Ich finde dieses Viech da innen drin ganz witzig. Da ist ein Säbel noch, hängt da noch an der Wand. Und solche Sachen. Das ist eigentlich auch schön umgesetzt. Da hängt auch ein goldener Schlüssel drin. Der ist allerdings Pearl Gold. Genau. Also das ist eigentlich schön gemacht. Und es passt halt auch alles wunderbar. Das finde ich jetzt hier auch wirklich gelungen. Jetzt hier, als letztes habe ich ja jetzt hier diesen Aufbau hier drauf gemacht und das hat einfach direkt gepasst. Ja klar,
hier an der Stelle ist ein Stein ein bisschen gekippt und dann musste ich hier von unten noch ein bisschen dagegen. Aber letztendlich, das funktioniert richtig gut und es ist schön. Also bisher ein richtig schönes Set. So, halt, stopp. Kommando zurück. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut und habe festgestellt, der nächste Bauabschnitt, der vierte, der hat über 320 Bauschritte und das ist ein bisschen viel für das Gesamtvideo. Ich glaube, wir machen jetzt hier den Cut, wir machen jetzt hier den Schnitt fürs erste Video und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ich dann den vierten Bauabschnitt mache. Also wir haben jetzt hier die drei Bauabschnitte, wir sind bei noch unter 1000 Bauschritten, aber dann sind wir deutlich drüber und das wollte ich jetzt nicht. Und weil wir haben insgesamt ungefähr 2000 Bauschritte und ich wollte es irgendwie so dritteln, dass wir drei Teile aus diesem Set machen. Und ich glaube, wir sind jetzt bei 600 irgendwas. 600, ich weiß es nicht. Oder auf jeden Fall um die 650, meine ich, Bauschritte. Und wenn wir das mal 3 nehmen, kommen wir knapp auf 2000. Und deswegen passt es jetzt eigentlich so ganz gut. Wie gesagt, der nächste Bauabschnitt ist ziemlich groß. Da fangen wir dann im nächsten Video an. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Das ist jetzt hier unser Abschlussbild für diesen Bauabschnitt. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, euer Axel von Steinreich TV. Tschüss.